Liebe Schwestern, liebe Brüder, nun begehen wir heute das Cäcilienfest. Von der heiligen Cäcilia weiß man eigentlich gar nichts, außer dass sie vermutlich im 3. oder 4. Jahrhundert eine Märtyrerin in Rom geworden ist. Und dass der Legende nach das einzige Lied, das diese Frau singen wollte, das Lied für den Herrn, ihren Gott, war. Und obwohl man von dieser berühmten Heiligen eigentlich nichts weiß, ist sie doch zur Patronin der Kirchenmusik geworden. Und das vielleicht aus einem ganz einfachen menschlichen Grundbedürfnis heraus, nämlich, dass wir Menschen ohne Musik, ohne Kultur nicht leben können. Wir können nicht leben ohne die Musik, die uns umgibt, die Kirchenmusik, die liturgische Musik, aber Musik gehört zu unserem ganzen Leben und Dasein. Nicht wenige werden morgens mit dem Radiowecker geweckt und hören schon Musik, fahren mit Radiomusik im Auto zur Arbeit, arbeiten unter Musikklängen an den verschiedensten Stellen, im Büro, im Kaufhaus, und vielleicht besucht man dann am Abend das Konzert oder die Oper, oder am Wochenende geht man zur Party und lässt die Füße tanzen zur Musik, oder man setzt sich gemütlich in den Sessel, nimmt ein dickes Buch und hört ein wenig Musik dabei. Musik gehört unverzichtbar zu unserem Leben dazu, denn sie bringt unser Fühlen zum Ausdruck, unser Sehnen und Hoffen, vielleicht aber auch unser Trauern und Suchen. Musik ist eine Sprache, die alle Menschen verstehen, die international ist und die über Kultur- und Religionsgrenzen hinweggeht. Eine Sprache von enormer Kraft und Intensität. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, das hat viel mit dem lieben Gott zu tun. Denn der liebe Gott ist ja nicht anders. Er ist genauso von morgens bis abends mit uns. Er kennt auch all das, was wir im Herzen tragen, an Fragen, an Sorgen, an Hoffnungen, an Wünschen, an Traurigkeiten und an Leid. Und wann immer wir die Unfähigkeit haben, das vor uns selbst und erst recht vor anderen zu bekennen oder zu fühlen, dann hilft uns die Musik dabei, so wie es der liebe Gott tut, dass wir annehmen, was da ist, und dass wir dem Ausdruck verleihen, was wir glauben, nämlich, dass wir nicht ohne eine Antwort bleiben. Das ist es doch, was das Entscheidende ist. Die Musik antwortet auf das, was wir im Inneren schon längst sehen, aber noch nicht ausdrücken können. Ich weiß nicht, liebe Schwestern und Brüder, ob Sie diesen Film kennen, aber er beeindruckt mich immer wieder, und die Geschichte möchte ich Ihnen noch heute in diesen Tag hinein mitgeben. Der Film trägt den Titel Die Verurteilten, und er erzählt die Geschichte von zwei Männern, die zusammen über 30 Jahre hinweg im Gefängnis sitzen und unter den unmöglichsten Bedingungen leben müssen. Und der eine Gefangene, der unschuldig verurteilt ist, hat die Gelegenheit, die Bibliothek aufzuräumen und bekommt nach starkem Drängen und unermüdlichem Fordern nicht nur Bücher, sondern auch Schallplatten ins Gefängnis geschickt. Und als das erste Mal nach Jahrzehnten in diesem Gefängnis die Musik des Hochzeit des Figaro ertönt, da sind alle betört. Die Welt hat sich für die Gefangenen rundherum geändert. Und obwohl er weiß, dass er dafür, dass er diese Musik auf den Gefängnishof und in alle Räume hinein über die Lautsprecheranlage überträgt,
in die Einzelzelle und in den Bau gehen muss, hat er den Mut, allen Anteil zu geben an diesen Klängen. Und im Nachhinein sagt er dann einen, wie ich finde, sehr schönen Satz. Er erklärt, man braucht Musik, um nicht zu vergessen. Man braucht Musik, um zu begreifen, dass es noch andere Dinge als Steine und Mauern gibt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt andere Dinge als Steine und Mauern und Zahlen und Fakten und die Herausforderungen jedes Tages. Es gibt die Sehnsucht und die Hoffnung auf einen unergründlichen Gott.